Ja, jetzt brauche ich halt mehr Leute. Ich meine, ich kann auch einfach mal mir ein bisschen Zeit lassen beim Säubern, ne? Kann ich mir eine ganze Menge Zeit lassen. Wobei, ich hätte halt schon gerne das Ding auch mal weg. Ich muss zwar noch nicht expandieren hier von den Ressourcen, aber es wäre natürlich nett. Die Mauer stört ein bisschen. Aber allein hier unten kriegen wir eine ganze Menge an Nahrung raus mit den Farmen. Mit den großen Farmen wäre das noch weniger ein Problem. Das ist schon nicht verkehrt. Die steht dann alles nur ein bisschen blöd im Weg hier. Great idea, Sir. Flomp. Schöne 20 Nahrung. Ist unten ein bisschen schwach, vielleicht beschützt. Machen wir es hier vorne mal ein bisschen vor. Hier so. Na, hier so, ne? Machen wir das. Das Gröbste hält das Ding wohl fern. Wenn ich denn genug Holz habe. Marktplatz, Lagerhalle. Habe ich nicht eine. Habe ich nicht das andere Ding erforscht? Den Steinladen da? Habe ich schon gebaut, ne? Oder? Da, genau. Meine Güte, warum habe ich das noch nicht gemacht? Warum habe ich damit noch nichts gemacht? Eine Gießerei? Ja, ist Quatsch. Eine Bank? Oh, machen wir eine Bank. Erstmal die sinnvollsten Sachen hier. Ich brauche echt mehr Holz, das ist enorm. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier so eventuell ein Problem wird. Ich brauche selbst Holz für die Scharfschützen. Wahrscheinlich wäre es auch sinnvoll, das mal zu investieren, damit wir da eine gewisse Menge von haben. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, wie viel ich die normalen Soldaten aufgewertet habe. Das würde auch schon mal eine ganze Menge helfen. Wenn die gut sind. Wer macht das, ne? Ja. Und Splotch. Nice. Ich hätte auch noch gerne ein bisschen mehr Wand. Die können wir dann auch ruhig aufwerten. Das ist ja durchaus möglich. Weil hier, das ist halt schon noch ein bisschen dicht dran an der Stadt. Oder an dem Dingens. Ach so, hier unten. Das ist ein bisschen blöd. Hat er nichts zu schießen hier? Ups. Hey, das ist auch aufgestiegen. Nice. Oh, schon wieder. Warum sind das immer so viele da oben? Warum sind das immer so viele hier? Ich meine, das halten die aus, ne? Aber ich möchte natürlich so haben, dass es nicht mal ansatzweise irgendwie kritisch werden könnte. Und dafür müsste ich halt nur mehr Verteidigung bauen. Da bräuchte ich die Britzeltürme dann entsprechend. Oder einfach mehr Leute. Mehr Leute auch auf Türmen. Ah, passt. So. Das passt doch wunderbar. Schön. Wie gesagt, kann ich nachher alles zur Steinmauer noch aufwerten. Das ist schon mal okay. Weil ich muss nicht überall unheimlich viele Mauern haben. So. Von daher, ich muss jetzt auch nicht mal versuchen, möglichst viele Leute schon da zu haben. 1500 Leute. Das kann ich auch noch gar nicht. Weil wir auch, ne? Aber müssen wir halt ein bisschen schauen gleich, wie man das genau macht hier. Ich hätte gerne eins von den Dingern schon mal weg. Weil die nerven halt. Die werden auch nicht besser. Energie fehlt, verdammt. Energie. Energie. Ich glaube nicht, dass ich das da schon wegziehen kann, ne, die Leute hier. Ich würde die Soldaten gerne wieder zum Aufräumen nehmen. Logischerweise. Weil ich muss halt ein bisschen aufräumen hier. Und es fehlt alles an Energie. Absolut gar nichts mehr vorhanden. Umso mehr Zeit wird es eigentlich, dass ich einfach random nochmal ein paar von den Teilen baue hier. Einfach Energie haben. Einfach Energie hinbauen. Da, so. Wunderschönster Ort dafür. Passt doch. Das ist wunderbar.
Da ist die Energie, sehr gut. Kann ich alle aufwerten? So ein paar kann ich aufwerten. Gucktürme brauche ich gar nicht, überhaupt nicht. Gerade hier. Wollen wir einen Schockturm machen? Oder Steinmauern? Ich bin für Steinmauern. Das ist ein bisschen sinnvoller. Das heißt, ich ziehe die ganzen Leute hier schon mal ab. Sammle die nochmal. Mal gucken, wie viele das jetzt sind. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Baue ich hier unten auch nochmal eine Balliste hin, glaube ich. Machen wir das an. Baue hier so eine ganz kleine Viertelmauer außenrum. Damit das Wesentlichste beschützt ist und dann werde ich einfach mal hier unten gucken, dass der Bereich frei ist. So. Mal gucken, wie schlau das ist. Ich meine, sind ja ständig Sniper ready, ne? Von daher sind da, es werden ja mehr. Aber mit den paar Leuten hier. Glaube ich nicht, dass ich gegen die Stadt ankomme. Aber wir werden sehen, was passiert. Ich brauche Holz für eine Bank. Na gut, ne? Auf einer Sitzbank will man natürlich auch mal so ein Holz haben. Achso, okay, okay. Die sind halt alle furchtbar langsam hier. So. Ich verbrate hier mein ganzes Holz gerade. Relativ sinnfrei. Ich kriege aber nirgendwo eine Holzfälle noch ran. Das ist echt blöd. Die Ressourcenknappheit ist, ne? Durchaus ein Problem. Zumindest die Grünzeugknappheit. Das ist halt die Herausforderung hier. Da kommen noch mehr da oben. Es ist doch schön, dass die Sniper hier mitkommen wollen oder dass die hier auch rumstehen, aber ja. Im Prinzip hätte ich genau hier gerne noch eine Diebeliste vor. Oder einfach hier reingebaut, meinetwegen. Machen wir das so. Das war noch ein Schutz weniger, aber ich, wenn ich denn hier gleich Steinmauern haben sollte. Was wie aus dem Traum wäre. Dann passt auch das. An der Stelle, weil es ein bisschen akuter ist hier. Weil dann brauche ich das hier auch noch in der Mitte nicht. Sieht das nicht mehr ganz so panne aus. Aber es geht ja nicht ums Aussehen, ne? Von daher, das passt schon mal. Ja, das ist rundum hier so ein bisschen geschützt. Machen wir das mal. Dass man so grob schon mal ein bisschen Verteidigung hat. Ein bisschen. So eine kleine Insel hier. Das ist ein Traum. Flop. Schneibor. Gut, das sind ganz viele Elite-Typen. Von daher, vielleicht klappt das auch so mit denen. Vielleicht klappt das auch so. Wenn ich ja nicht so unfassbar viele Leute habe. Wenn sie einfach nur gut genug sind, vielleicht reicht das ja auch. Und das ist so blöd vorgebaut hier. Ah gut. Ich hätte noch einen weiteren Stein reinbauen können, aber Stein ist nicht so die Schwierigkeit gerade. So, sehr gut. Ich kann eh nicht alles einnehmen hier. Wer schießt denn das Ding? Okay. Ich hätte es einfach hier nochmal ein bisschen zugemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass da viel passiert. Und das reicht gerade mal so nicht. Verdammt. Der sollte das schon gerade noch so hinschießen können. So, es ist total blöd. Aber es geht. Hurra. So, wir haben eine Handvoll mehr Sniper. Das ist sehr gut. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert, wenn ich da gleich eingreife. Gefühlt bräuchte ich einfach eine zweite Kaserne noch. Kostet ja auch nicht so wahnsinnig viel jetzt. Machen wir das dann. Hat das ein bisschen besser aufräumen können. Nahrung fehlt tatsächlich. 62, 65, 67. Ja, 67. 43, aber ich kann ja die Mauer hier wegnehmen. Achso, da ist eh alles zu Ende. Okay. Die Mauer kann trotzdem weg hier. Weil die Stelle noch ein bisschen. 48. Noch weitere 70. Nice. Kleines bisschen hier nicht eingenommen, aber das passt schon. Das ist, ich glaube, die Ausbeute ist schon mal ganz gut. Da könnte man das auch noch hier, die anderen Dinger zwischenbauen. Jagdhütten. Wenn man es ganz genau wissen wollte. Das geht durchaus.
Da kommen wieder so ein paar, das geht aber. Die, ne, die, so ein bisschen Flächenschaden haben sie ja. Sehr gut. Der eine darf ja erst auf die stärksten schießen, auf die höchste Stufe, der andere dann auf den Rest. Das passt schon mal schnell. Boah. Die Ding ist completed. Sehr gut. Sie können ruhig beide dahin gehen. Gefühlt baue ich jetzt nur noch Sniper. Aber auch die sind nicht verkehrt. Sniper sind halt nur langsam. Das ist so der größte Nachteil von denen. Aber wenn sie treffen, dann treffen sie gut. Komm, so eine ganze Handvoll hier. Dahin. Ganze Handvoll klappt super mit keinem Gold. Mit ohne Gold. Gut. Ich glaube, hier oben passt es erstmal. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, vielleicht noch. Aber geht eigentlich auch. Lenken wir den schon mal ein bisschen ab hier. Ich sollte dann jetzt mal langsam einen Angriff einleiten. Ansonsten könnte ich immer weiter warten und sammeln. Ist auch gar nicht mal so riesig, ne? Das ist ja albern. Das ist ja niedlich. Ernsthaft? War's das? Das ist ja gar nichts. Da kommt so viel Stress bei raus. Meine Güte. Dafür der ganze Aufwand hier. Okay, das ist noch ein bisschen mehr. Das ist auch die Taverne des Verderbens. Die Taverne des Verderbens. Die eine. Na, sterben sie alle? Ja doch. Was, die Sniper helfen. Ist der hier drunter jetzt, oder was? Das ist ja dämlich. Waren jetzt ernsthaft hier in dem Mauerstück eingesperrt? Ist ja geil. So, ihr kommt nirgendwo hin. Kinders. Na super. So ein Unsinn. Machen wir es halt so. Ist ja weniger gut geschützt, aber das geht. Ja, du bist auch so eine Order. Wir müssen uns da langsam rantasten, aber das war's jetzt, oder was? Dann haben sie hier noch ein Haus. Wir haben mehr Holz, wir haben mehr Grünfläche. Das ist super. Ich meine, mit der einen grünen Fläche habe ich jetzt schon die Hälfte, fast die Hälfte der Leute versorgt. Hier geht noch entsprechend mehr. Ich bin mal ein bisschen überheblich. Ah, es ist super. Ich meine, Grünfläche, ne? In sehr großen Anführungszeichen. Zwischendurch ist auch ein bisschen grün. Ah, es ging ja super. Warte mal, wenn ich jetzt das andere Dorf noch weg entferne, brauche ich auch nicht mehr Mauern bauen. Ich fürchte mal, dass das andere ein bisschen härter wird, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Weil warum sollte das denn härter werden? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil es weiter weg ist. Huh. Ich habe doch so viel Nahrung über jetzt hier, ne? In dem Sinne. Huh. Na gut. Es scheitert eher am Holz im Moment. Was durchaus interessant ist. An dem das Tor da ganz schön angeknuspert, wenn es so halb runter war. Das ist eine ganze Menge. Jetzt nehmen wir mit den Kram. So. Das passt. Okay, es fehlt an Holz. Ach Mensch. Diese intensiven Mengen an Holz. An fehlendem Holz. Das wird sowas von fallen hier. So nicht so ideal durchdacht. Müsste quasi die Soldaten alleine mal losschicken. Dass die entsprechend mal den Weg frei räumen und suchen. Das sind genug, um das zu schaffen. Dann habe ich die Sniper hier zum stationären Verteidigen. Und dann passt der hier hoffentlich. Das ist zumindest eine Idee. Dass man sich hier sinnvoll ausbreiten kann hier. Das geht gerade ein bisschen gut hier, ne? Fast ein bisschen zu gut. Ich weiß nicht, was hier oben ist. Wir wissen gleich, was da oben ist. Wir wissen gleich zumindest, dass da wenig bedenklich ist.
Tage. Let's get them! Yes! Let's go! It's me, Soldatio! Flop, flop. Flop? Ich bin für Flop. Bisschen riskant, das alles hier vorzubauen, aber ich bin einfach mal hoffnungsvoll. Das ist wahrscheinlich immer so meine größte Schwäche, dass ich zu viel Hoffnung habe. Aber wäre interessant, wenn es hier... Oh, das ist eine lange Barriere. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Das ist okay, ne? Machen wir hier vorne dicht und hier oben dicht. Das ist okay. Da steht sogar noch Nahrung rum. Die Mission ist gefühlt nicht dafür gemacht, dass man schon tatsächlich Farmen hat. Obwohl das relativ weit ist hier. Behaupte ich einfach mal. Ist ja nicht so, dass es komplett hier die allererste Mission wäre. Und komplett neu. Okay, das ist schlecht. Das reicht. Sollte. Machen wir das mal so. Ich lasse die Sniper. Es sind viele Sniper übrigens. Lass ich mal hier stehen. Sie greifen dann an. Und das ist mal meine Nummer 1, die dann gerne einfach suchen darf. Weil das wird schief gehen. Die sollen mich hier vorne anfangen mitsuchen. Sollen wir mal runtergehen hier, vielleicht? Oder die gehen runter? Weil das wäre jetzt klar, dass es wieder schief geht, ne? So. Erst die beseitigen, die am dichtesten am nächsten Haus sind, ne? So, die bleiben mal hier stehen, die bleiben mal da stehen, die bleiben mal hier vorne stehen. Das ist so mein mobiler Einsatztrupp jetzt. Ich bin noch eindeutig mehr von Leute, mehr Leute braucht man. Eindeutig noch so ein paar mehr. Und vielleicht eine gelegentliche Mauer. Wenn sie das mal wieder geschafft haben hier. Da, zack. Zack, zack, zack. Ein Traum. Das deckt das auch komplett ab hier, das ist schon mal gut. Hat doch eine gewisse, einen gewissen Vorteil. Können den Bereich mehr freihalten hier. So, schauen wir mal. Ja, ich sollte erstmal hier oben wahrscheinlich ein bisschen aufräumen. Machen wir das. Bevor ich den Rest der ganzen Map hier erkunde. Vielleicht ergibt das Sinn. Zack. Zack vielleicht. Aufsitz, zack. Wo kann man denn noch alle stehen wollen hier? Das sind doch schon die offensichtlichen Stellen, okay. Ich glaube, es ist sinnvoller, da diese Sniper stehen zu haben, als ständig Ballisten zu bauen, die dann irgendwann egal sind. Es fehlt tatsächlich viel Energie. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Random Plätze für Energie. Das ist sehr random. Da kommt vor allem keiner mehr ran. Aber was soll's. Vor allem, hier muss ich auch überhaupt nicht hin, ne? Das ist komplett Quatsch, dass hier so außerhalb ist. So. Bam, beschützt. Kraftwerk habe ich noch immer nicht gebaut, ne? Oder erforscht ihr mir? Ne, habe ich nicht. Heißt ja gut gemacht. Gießerei. Steinhaus. Wollen wir ein Steinhaus haben? Ist eigentlich auch vor the Lulz in dem Moment, ne? Oh, ein Kraftwerk. Steinhaus ist, glaube ich, relativ schnuppe hier. 12. Oh, nochmal. Ui, 13. Sehr gut. Huch. Sollte einen ganz kleinen Augenblick vielleicht wegrennen. Ja, das ist das wieder die Stadtnähe, oder was ist das? Oder was war das jetzt? Ich glaube, ne? Gut, wenn sie denn stehen, dann stehen sie gut. Dann werden sie also auch sehr schwungvoll niedergemäht. Wenn der ganze Trupp hier am Ballern ist. Das geht dann ja schon mal. Sag mal, jetzt steht da so ein einsamer Kaktus. Und hält uns hier von allem ab. Das ist auch toll. Einsamer armer Kaktus.
Es sollte nicht der Krieg an allen kleinen armen Kaktus scheitern, ja? Das wäre ein bisschen traurig. Das wäre ein bisschen sehr traurig. Wäre zwar sehr lustig, aber auch sehr traurig. Also lustig für alle Außenstehenden halt, ne? Die da nicht von betroffen werden. Zack, einmal zumachen. Ach, ist das schön, wenn das hier alles funktioniert. Ist das schön, wenn die Bedenken nicht so riesig sind. Kann ich hier unten zumachen? Kann ich auch hier oben nochmal zumachen? Und dann läuft er dann. Das sieht furchtbar aus. So, dann kann ich immer entsprechend die Leute hier hinschicken und patrouillieren oder irgendwas machen. Das passt schon. Ich wollte nicht mal welche Türme. So, wunderbar. Ich habe jetzt schon 876 Leute. Obwohl es... Ja, ne, also es ist... die Nahrung passt. Die Nahrung passt aber sehr. Tell me. Why do I have to make things so complicated? Zack. Die brauchen nicht mehr patrouillieren, die stehen einfach rum. Einer kann da vielleicht runter. So. Dann kann einer noch. Damit hin. Ich glaube nicht, dass hier viel passieren wird. Mal so gesehen. Aber es ist besser, sicher zu sein. Wahrscheinlich sollte ich eine ganze Menge an Snipern hier auch mitnehmen. Um entsprechend für Sicherheit zu sorgen. Gerade wenn hier die großen Typen unterwegs sind. Aber... Ah, wahrscheinlich sollte ich das machen. Wahrscheinlich, ja. Gerade für die... Ich lass mal zwei Stück hier. Ich lass mal einen hier. Ich lass mal auch zwei hier. Und so. Das kommt mir gerade nicht hin. Das ist ein bisschen schade. Ich sollte doch mehr Ballisten bauen. Ich glaube, viel weiter werde ich mich nicht ausbreiten hier. Ich kann ruhig Ballisten bauen. Kostet ja nichts, ne? Sind ja fast umsonst. Machen wir es trotzdem ein bisschen, ne? Machen wir es ein bisschen traditioneller hier von der Verteidigung. Das geht auch gut. Haben wir doch wieder Sniper mit. Brauche ich die nämlich gar nicht mehr, wenn die da Ballisten haben. Ob das jetzt der wahnsinnige Gewinn ist, keine Ahnung. Ich hätte einfach mehr Einheiten bauen können. Man kann es auch anders machen. Ich muss das mal beseitigen hier. Dann ist das Aufräumen der restlichen Karte sollte nicht so unfassbar schwer sein. Wenn er diese eine wirkliche Quelle da entfernt ist. Auf. Na, na, wo kommt der her? Ich wollte gerade abreißen. Ich wollte wirklich gerade abreißen. Oh. Haben die Balliste entfernt vorher? Auf unfreundliche Weise. Ist ja gemein. Ha. Huh. Da habe ich halt nicht mit gerechnet. Überhaupt nicht. In dem Moment, wo die Mauer steht, ist ja alles kein Problem, ne? Und auch die Balliste vor allem. Sollte man meinen. Na, mach eine. Zack. Vielleicht hätte ich doch mal höhere Baugeschwindigkeit erforschen sollen. Nehmen die mal alle mit hier. Was soll schon schief gehen? Die Antwort ist eine ganze Menge. Natürlich kann eine ganze Menge schief gehen. So, passt, aber... Habe ich noch weitere Soldaten gemacht? Ich befürchte mal nicht, ne? Ne, habe ich nicht. Die kommen hier vorne hin, meinetwegen. So, es fehlt ein Gold. Warum fehlt es dann so viel Gold? Weil ich noch keine Bank gebaut habe, ne? In irgendeiner Form. Vielleicht auch. Bin auch 1000 für. Was kann ich denn mal verkaufen? Ah, ich habe genug, okay. Habe ich tatsächlich keine Bank gebaut. Ich frage es auch, wohin. Das hilft zumindest, okay. Tag 47 sind wir übrigens. Ich habe nur bis 70, von daher, wir sollten uns ein bisschen ranhalten.
Eventuell. Es wird jetzt sonst unnötig lang, das ist Quatsch. Aber wie gesagt, ich denke mal, in dem Moment, wo die Stadt weg ist, ist es schon mal viel gewonnen. Dass hier dann diese gefährlichen Wellen weg sind. Dann kann ich den Rest einfach auf Suche stellen und dann ist gut. Dann suchen sie halt alle fröhlich vor sich hin. So, George macht das. Das ist sehr gut. Der gute George. So, ihr geht mal bitte direkt auf die Häuser. Ich glaube, das werden ein bisschen viele sein. Das wird. Ah, das ist noch größer als das andere. Ja, das ist größer. Rennt! Rennt! Das sind halt schon einige hier. Das passt. Ja, mit jedem Haus, was fällt, ist es halt, ne, ist es halt praktischer für uns. Mit jedem Haus kommen da weniger Leute insgesamt nach. Sollte zumindest meiner Erkenntnis nach. Jede einzelne beseitigte Gegner ist auf jeden Fall ein Gewinn für uns. So, wunderschönste Reihenhaussiedlung hier nochmal. Das ist ein Traum. Jetzt müssen sie sich eigentlich wieder nochmal beruhigen hier. Das sind gerade zu viele auf einmal. Jetzt haben die gerade so einen Dauerfeuermodus hier. Sie jetzt die ganze Zeit neue Soldaten rausspucken. Sieht schon lustig aus, der Trupp hier. Die Soldaten sind auch nur so langsam, weil die Sniper die halt aufhalten. Eigentlich ist das ja noch ein bisschen, sind die ein bisschen flotter. Okay. Nahrung fehlt natürlich wieder. Hier fehlt auf jeden Fall ein Lagerhaus. Habe ich nicht. Mist. Dann wäre Holz. Kann ich nicht. Mist. Machen wir es in der Mitte einfach. Machen wir es so. Das war schön auf dem. Also, man hätte es auch links und rechts machen können, aber meine Güte, ich habe jetzt 1080 Leute. Das passt. Das passt auf jeden Fall. Gut, ich werde das Angreifen aber beim nächsten Mal nochmal machen, glaube ich, hier. Das wird jetzt gerade bei dieser Aufnahme nichts mehr. Aber ich glaube, wir sind ganz gut jetzt gerüstet hier. Es war schon mal schlimmer. Sehr eindeutig. Von daher, danke fürs Zuschauen hier für den Moment und bis zum nächsten Mal bei The Abillions. Bis dahin, tschüssi.